So, es ist mittlerweile 6.16 Uhr, glaube ich. Viertel sieben halt. Bin seit Mitternacht auf, immer wieder nur so ein bisschen gedöst. Weiß nicht warum, also die Nacht war wirklich nicht toll. Aber dafür ist es jetzt in Österreich circa 15.16 Uhr, 15.17 Uhr, schätze ich mal, ich kann es nicht lesen. Und ich habe versprochen, dass ich, sobald es möglich ist, anrufe, meine Lieben. Und dazu habe ich mir eine Phone Card gekauft von Tellers, glaube ich, ja, von Tellers, im Wert von 20 Dollar. Und es ist immer total abenteuerlich, mit dieser zu telefonieren. Du hast da hinten Telefonnummer drauf und die muss man anrufen. Dann muss man die Sprache, glaube ich, wählen. Warte, schau mal. Was wird das lesen können? War nicht schlecht. Dial Access Number, okay. Diese war so klar geschrieben, die Nummer, dass man mit Schwerhörigen die nicht wirklich gut lesen kann. Select your language, second and third is enter PIN. Okay, und den PIN-Code muss man aufrufen. Ich habe zwar keine Münzen, aber ich habe das. Und wenn das nicht aufgeht. Ja, und schon folgt die erste Überraschung, damit das nicht fad wird. PIN-Code ist bei uns vierstellig. Gell? Da ist er. 3, 6, 12. 13-stellig. Kann man das lesen? Das da ist der PIN-Code. Genial. Und diese Nummer da oben? Ja, da, diese. Diese, da muss man anrufen. Und dann die Sprache wählen, den PIN-Code eingeben und schauen wir mal, ob es funktioniert. So. Deutsch bitte wählen Sie 7. Ja, ich habe Deutsch gewählt. 1. Nein, ich will anrufen. 1. Okay. Achso, die PIN-Code. Ja, Moment. 5, 5, 6. 8, 6. 3, 1. 7. 8, 8. Tja, das Ganze mag jetzt ein bisschen langwierig erscheinen, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch einmal, wie das ist, wenn man irgendwo weit, weit weg im Ausland ist, telefonieren möchte und es irgendwie nicht zusammenpasst. Was habe ich? Hallo? Juhu! Funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich werde es ganz einfach weiter versuchen. Na logisch, na selbstverständlich werde ich es weiter versuchen. Ich werde weiter probieren, dass ich meine Lieben in Wien, in Österreich erreiche. Ich habe es erstens versprochen und zweitens möchte ich, noch bevor ich in den See steche, mit Ihnen ein bisschen einen Smalltalk führen. Ich will noch wissen, wie es Ihnen geht. Ich will Ihnen noch sagen, dass ich jeden Einzelnen von Ihnen sehr liebe. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Versuch. So.
In ein paar Minuten geht's los. Duschen war ich für die nächsten 2 Wochen. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie den Fernseher abdrehen kann. Okay. Drybags sind gepackt, wie man sieht. Ich muss nur noch die Fototasche reingeben. Ja, ich war am Klo, ich muss noch in die Apotheke gehen, schauen, ob ich neue Brillen bekomme. Und vor allem muss ich jetzt einmal meine Mäuse anrufen. Und damit ihr seht, wie aufwendig das ist, wie kompliziert, habe ich mir gedacht, filme das ganz einfach mit. Und es zusammenbringen. 1-866-500-8676. Aufpassen. Sprich zu mir. Español, 4. Marihuana muss 5 drücken. Punjabi leche de bau. Die 6. Für Deutsch, ich bitte 7. Wählen Sie 7. Ja, ich wähle 7. So. Jetzt? Anruf zu tätigen, drücken Sie bitte die 1. Ich will einen Anruf tätigen. 1. Bitte wählen Sie die Nummer in Ihrer Karte. Sie wählen die Nummer in der Karte. 55-68-631-788. Arimasu, Nana. Nani, nani, don't. Ich verstehe dir einen Scheißtrick. Aber zum Glück weiß ich, was ich machen muss schon langsam. Du musst aus dem Yukon rausrufen mit 011. Yukatana. Und jetzt die Nummer wählen. Das hat mich aber verwirrt. Scheiße, noch einmal. Okay. 1-866-500-8676. Ich weiß ja schon, was für Sprache ich brauche. Das ist 7. Und ich weiß, dass ich den anrufen möchte. Das ist 1. Und jetzt weiß ich, dass ich den PIN-Code eingeben muss. Wollen Sie die Nummer in Ihrer Karte? 5-5-6-8-6-3-1-7-8-8. Hani, Hani. Nani, Nani, Don, Don, Nani, Nani. Ken. Potivango. Pepe, pepe, pepe. Ich verstehe dich nicht. Ja, nur Gango, was? Und jetzt wartet, ob sie wer meldet. Ja, es ist ja wirklich irgendwie lustig, wenn sich am anderen Ende der Leitung eine junge Japanerin meldet, die auf Japanisch mit dir spricht, deine Kenntnisse dieser Sprache sich allerdings nur auf Sashimi, auf Sake, auf Sushi, auf Nigiri und so weiter beschränken. Nur dazu ist es sehr kontraproduktiv, weil du schon ein bisschen im Stress bist und runter musst zum Fluss. Du aber gesprochen hast, mit deinen Lieben daheim zu dem Hallo? Das ist dir ein unbedingtes Bedürfnis, ja, das noch zu machen, bevor du auf Wochen vielleicht keine Verbindung mehr hast. Kannst du wirklich alles so leicht vergessen? Ach so, ein Scheißdreck. Ich bin draufgekommen, dass meine Gefühle für dich das sind.